Okay, also der Zug kann einfach unendlich schnell fahren. Ist völlig egal. Ich muss nicht darauf achten, zu bremsen oder so. Oh, ich hab's überfahren, ja! Moin Sein und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Der absolute Wahnsinn. Sucht dies Factorio. Es ist der Hammer. Wir haben wieder mal Tipps umgesetzt. Eure Tipps habe ich umgesetzt, ja. Ich habe Tipps bekommen. Zum Beispiel habe ich den Tipp bekommen, für Gebäude, die einen höheren Ressourcenbedarf haben, soll ich doch, anstatt zum Beispiel jetzt drei Greifarme zu bauen, soll ich einfach so einen blauen Greifarm bauen. Das ist nämlich ein schneller Greifarm. Und der kann nämlich das ganz schnell hin und her transportieren, die Sachen, die auf so einem Band langlaufen. Weil wenn ich zum Beispiel ein schnelles Band habe, ist es ja auch irgendwie sinnvoll, einen Arm zu haben, der schnell was runtergreifen kann. Insbesondere, wenn ich ein fortschrittliches Gebäude habe. Deswegen, ich probiere jetzt mal Folgendes. Ich probiere jetzt hier einfach mal an der Stelle auch einfach mal noch so einen blauen Arm zu setzen, um mal zu gucken, wie der jetzt hier an der Stelle funktioniert, wenn ich nur den blauen Arm habe und die anderen gelben, die, wenn ich die da nicht habe an der Stelle. Guck mal, seht ihr das, wie schnell der das runtergrabt? Boah, der kann sogar so ein 360 machen, ey, krass. Der Wahnsinn. Guckt euch das an. Das ist trotzdem immer noch nicht genug Material, was hier gerade so vom Band läuft. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass gerade... Ah, die Forschung durch ist. Wenn ihr übrigens hier den Überblick verloren haben solltet, dann ist das kein Wunder. Rechts oben in der Ecke ist die komplette Playlist verlinkt. Und ein Daumen nach oben wäre auch geil, wenn ihr das Projekt feiert. Es ist an der Zeit, die Eisenbahn zu reparieren und so die entfernten Bergwerke zugänglich zu machen. Genau, mir geht nämlich langsam das Eisen aus. Deswegen kommt hier nämlich auch kaum noch was durch. Ich muss unbedingt jetzt hier dafür sorgen, dass wir ganz dringend erstmal auch Zugsignale noch erforschen. Und dass wir hier jetzt diese Gleise reparieren. Repariere die Eisenbahn und richte automatisierte Lieferungen ein. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Hier, guckt mal, hier seht ihr das? Hier sind auch die geilen blauen Arme. Genau, und ich habe auch noch mal so ein bisschen so ein paar Tipps bekommen, wie ich bestimmte Anlagen anordnen sollte und so. Damit ich halt das alles noch ein bisschen effizienter mache. Und es wurde gesagt, ich soll die Alt-Taste drücken. Ja, die Alt-Taste zeigt nämlich an, was in den einzelnen Gebäuden und Anlagen produziert wird. Deswegen, alle sagen immer, drückt die Alt-Taste. Ich habe mich immer gewundert. Ich dachte, hey, ihr seht doch die Gebäude. Aber ihr seht ja nicht, was in den Gebäuden produziert wird. Deswegen soll ich nämlich die Alt-Taste drücken. Ja, ja, das tut mir leid. Habe ich alles nicht. Ich weiß das doch alles nicht. Ich bin doch Noob. Ich bin doch Noob. So, was muss ich jetzt machen? Gleise bauen. Muss ich doch, oder? Da stand doch jetzt, repariere die Eisenbahn, genau. Aber wie baue ich denn eine Eisenbahn erstmal? Und wie funktioniert die Eisenbahn? Wie genau läuft das? Und wo fährt die eigentlich hin? Ich mache erst Maschinen. Was brauche ich denn für eine Eisenbahn? Ich brauche Motoren. Ah, da muss ich auch produzieren für. Ne? Vielleicht sollte ich erstmal die Sachen produzieren, die ich für die Eisenbahn brauche. Stahlträger auf jeden Fall. Und Motoren, oh Gott. Stahlträger, warte. Stahlträger sind ja auch wieder Eisenplatten. Das ist alles nicht so einfach, ich kann es euch sagen. Eisenplatten. Ja gut, Eisenplatten... wird hier schon ganz schön was abgeknabbert hier so an sich. Wo kann ich denn noch... Wie kriege ich denn noch? Hier kriege ich theoretisch auch noch Eisenplatten. Auf der Oberseite. Aber das ist ja dieselbe Line hier. Wie viel ist denn hier überhaupt noch übrig? Oh Gott, das wird immer weniger hier. Das wird immer weniger. Wir werden wahrscheinlich bald Probleme kriegen. Ich kann ja auch die Stahlträger nicht im Inventar haben, oder? Ach doch, die kann ich im Inventar herstellen. Ja, warte mal, dann... Ach so, nee, dieser Bauplan kann ich von Hand... Okay, da brauche ich dann... Ja, dann, warte, dann befülle ich die Anlage einfach dann immer manuell mit meinen eigenen Platten. Ich habe mir das halt hier schön zugebaut jetzt. Herrlich. Ich passe jetzt einfach hier hin. Ach, hergestellt im Schmelzofen. Ach so. Ach so, da muss... Ah, da muss ich die Platten... Okay, die muss ich einfach einschmelzen. Warte. Dann stelle ich mir jetzt hier mal einen Ofen hin und Platten rein. Genau. Das lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen. Man kann ja einen Arm daneben stellen erstmal. Ich mache jetzt einfach mal so nebenbei. Jetzt mache ich da keine große Anlage erstmal. Ich weiß, ich muss eigentlich groß denken. Und wahrscheinlich kriegen einige schon wieder einen Rappel, wenn ich das sage so. Aber ich muss erstmal... Ich kenne dieses Rezept ja auch jetzt schon wieder nicht so gut. Nur erstmal richtig zurechtkommen hier. Ist alles nicht so leicht. Und Platten habe ich jetzt auch nicht so viele, dass ich da jetzt... Ich muss zusehen, dass ich...
Eigentlich muss ich zusehen, dass ich mal einen Überschuss an allem kriege, aber das ist gar nicht so einfach, wenn die Ressourcen endlich sind. Das ist ja der große Unterschied. Ich bin immer noch so im Satis-Modus, dass ich sage, meine Ressourcen sind ja unendlich. Ich kann mir Zeit lassen, wie ich will, und ich kriege einfach immer genug. Aber irgendwann ist Ende im Gelände, wenn ich kein Eisen mehr habe, ne? Das ist das Problem daran. Und warum habe ich schon wieder hier Zeug? Ja, guckt euch das an. Das ist nämlich eine ganz schöne Sache. Wir brauchen unbedingt Eisen. Also wir brauchen unbedingt Roheisenerz. So, jetzt muss ich gucken, warte, wie mal jetzt nochmal so ein Ding. Okay, da brauche ich jetzt eine Montageanlage. Hier, genau. Da brauchen wir bestimmt auch Stahlträger, bestimmt. Genau, Stahlträger, Rohre und Zahnräder. Zahnräder habe ich jetzt hier ja erstmal genug. Da könnte ich auch eigentlich mal welche einlagern, so an sich. Oder ich lass. Moment, Sekunde. Ich weiß, glaube ich, wie ich mache. Ich lasse die hier oben weggreifen einfach. Mit so einem roten Greifarm, genau. Wenn da jetzt zu viele vorbeikommen sollten, was ja gerade aktuell wieder nicht der Fall ist, weil oben wieder nicht genug Platten reinkommen. Ja, jetzt greift der Greifarm hier natürlich sehr effektiv dazu, ne? Können wir ja an sich eigentlich die Anlagen stilllegen, wenn wir keine Forschung mehr machen. Und die Anlagen können wir auch stilllegen. Ja, wenn ja gar keine Zahnräder mehr verbraucht, dann kommt auch genug Zeug rein für das hier. Ich muss aber Rohre bauen. Ich produziere jetzt einfach mal Rohre, die ich dann da reinstopfen kann. Ah, jetzt habe ich auch die geilen Strommasten. Die habe ich beim letzten Mal noch freigeschaltet. Stimmt. Und ihr seht, ich habe auch bei der Forschung ein paar Sprünge gemacht. Habe ich ein bisschen offscreen durchlaufen lassen. Weil ich ja doch ein bisschen inkompetent bin so insgesamt. Und deswegen versuche ich da das so ein bisschen so zu machen. Ab und zu auch mal. Solange ich noch so inkompetent bin, mache ich auch mal ein paar Offscreen-Phasen. Ah, Strom brauchen wir hier auch noch. Ich baue jetzt mal hier die mittelgroßen Strommasten. Dann habe ich eine größere... Genau, dann habe ich hier nämlich eine größere Reichweite. Guckt mal. Dann kann ich den, glaube ich... Genau, den kann ich dann wegnehmen. Und dann ist das hier alles gestromt. Das ist natürlich sehr nice. Genau. Hier lege ich nochmal Platten nach. Und jetzt wird hier Motoren produziert. Und da können wir ja auch gleich mal noch eine Kiste... Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Da können wir ja auch gleich noch eine Kiste hinpacken. Dann wird das hier rausgegrabt. Wie lange dauert die Forschung noch? Okay, die ist gleich durch. Wenn die Forschung durch ist, höre ich erstmal auf zu forschen, glaube ich. Dann machen wir erstmal hier oben die Anlagen aus, damit da nicht ständig Zahnräder verbraucht werden. Das ist halt hier eine sehr schnelle Anlage. Das ist ein bisschen das Problem. Genau. Wenn sich das hier alles zurückstaut, dann werden auch weniger Zahnräder verbraucht, glaube ich. Kann man eigentlich Anlagen stilllegen, ohne dass man Masten abbaut? Gibt es irgendwie Schalter oder sowas? Das wäre mal irgendwie ganz spannend. Ich gucke mich mal drüben noch schnell um wegen Dings. Wegen Schienen. Hier genau, die muss ich ja jetzt reparieren. Jetzt gucke ich mir mal an, wie das geht. Ha, Forschung ist durch. Ja genau. Den Rest, obwohl, höhere Forschung, was ist das eigentlich? Landaufschüttung. Kann auf Wasser platziert. Solarpaneele sind vielleicht, die habe ich ja schon. Türen? Brauchen wir Türen unbedingt? Ich weiß es nicht. Ah, nee, wir lassen das jetzt erstmal mit Forschung. Wir lassen die erstmal sein. Wir lassen das mal alles volllaufen da unten. Ich muss erstmal mir die Schienen hier auf die Schnellleiste legen, genau. Und dann... Hä? Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Macht er irgendwie nicht hier. Komisch. Na, egal. Jetzt hat er es aber gemacht. So, und nu? Ah, ja. Achso, kann ich nur einzeln machen. Heavy, Moment. Achso, ach nee. Ah, jetzt check ich das. Ich muss erstmal. Ach Gott, ich muss das raus. Damit muss ich auch erstmal klarkommen jetzt. Warte, nein, brich ab. Na, abbrechen, danke. Nein. Die kicken. Yes, genau so. Ich muss erstmal zurechtkommen, ja. Das ist auch jetzt wieder ganz anders hier alles. Genau, jetzt da rein. Genau. Und jetzt abbrechen. Das hier ist ja noch intakt, so. Genau, so. So. So, das sieht doch gut aus. Bis wohin sind das alles kaputt? Hier macht man noch mehr. Mach mal jetzt alles hier. So,
ist auch alles kaputt hier unten, ne? Ist es überhaupt richtig, wenn ich nach unten gehe und das repariere? Ich weiß es gar nicht. Hier sieht es noch ganz gut aus. Da ist noch eine Lücke da unten. Ich mach das mal zu Fuß. Ich gehe mal das ganze Gleis ab. Sicher ist sicher. Dann kann ich sicher gehen, dass ich auch nichts übersehe. Ich hätte jetzt natürlich mein Auto mitnehmen können. Nicht genügend Gleise, scheiße. Ich hätte mein Auto natürlich mitnehmen können, das ist richtig. Aber ich wollte jetzt das mir mal so angucken. Laufen hält ja auch jung, ne? Das hält ja auch fit und gesund. So muss man auch mal machen, das trainiert ja. Ihr habt mir auch gesagt, die Map ist eigentlich mega riesig. Also das, was ich bis jetzt so gesehen habe, das ist alles noch voll mickrig und so. Das ist eigentlich Millionen von Quadraten groß, so eine Karte. Ja, es kann sein, ja. Das will ich nicht ausschließen, dass das so ist, ja. Hier, gleich nochmal Platten nachlegen. Gib mir mal noch Stahl. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, wir brauchen da mal noch ein bisschen was. Ich glaube, ich baue mir hier mal noch einen hin und mache da dann das noch so. So, und dann stecke ich hier mal noch Platten rein, damit das ein bisschen schneller geht mit den Stahlträgern noch. Damit geht es immerhin doppelt so schnell. Warum greift der sich jetzt hier nichts raus? Ach so, Rohre fehlen, oh Gott. Ich sag ja... Das ist alles mehr oder weniger Impro hier. Wie viele... Ah, die kann man uns schon mal nehmen. Kann ich da schon einen Zug jetzt bauen in Lok? Ich brauche 20 Motoren. Dafür. 30 Stahlträger für eine Lok. Okay, da müssen wir mal gucken, ob unten jetzt überhaupt... Ist es unten jetzt überhaupt die richtige Stelle? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Ah, sehr gut. Oh, warte. Das müssen wir mal weggrabben hier. Wie sieht's aus? Das läuft jetzt wieder. Wie viel ist jetzt hier drin? Jawohl. Können wir uns mal rausschnappen. Eisenstange brauche ich ja auch. Gott. Brauche ich Eisenplatten natürlich dafür. Ich glaube, ich grab mir mal oben noch die Platten hier weg. Hier haben sich ja auch noch Platten gestaut, oder? Ja, hier oben, guck mal. Die nehme ich mir jetzt mal auch noch runter. Eigentlich könnten wir die hier wirklich mal einlagern jetzt hier am Ende. Ich glaube, hier baue ich noch mal eine Kiste auf. Guck mal, dass wir da so ein paar von diesen Platten, die hier oben auch noch durchkommen, dass wir die auch noch einlagern. Würde ich jetzt sagen. Weil sonst verschwenden wir das ja hier alles. Das bleibt ja dann, ups, das bleibt ja dann einfach liegen. Das wollen wir ja nicht. Guck mal, genau. Sehr nice. Ich grab das jetzt hier schon mal. So kriegen wir auch noch Platten zum selber vercraften. Das werden wir schon irgendwie vercraften. Oh je, aber Eisen wird echt langsam weniger. Ich wette, da ist schon wieder einer ausgefallen jetzt. Muss ich mal gucken. Ja, obwohl, nee, noch laufen sie alle. Aber ich glaube, der wird bald ausfallen und der auch. Und der auch. Und dann haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, ne? Dann kommt da nicht mehr so viel an. Kann ich nicht vielleicht... Ich hatte ja schon... Den Munitionsproduzenten hatte ich schon stillgelegt, ne? Den hatte ich, genau, den hatte ich schon stillgelegt jetzt. Dann wird da auch schon nichts mehr abgegriffen. Ich leg mal noch mal Platten hier nach. Und nehme mir das noch raus. Und das nehme ich mir mal auch raus. So, jetzt kann ich eine Lok bauen. Ah, nee. 30, ich brauche ja 30 Stahlträger. Elektronische Schaltkreise brauche ich auch. Lokbau. Nicht zu verwechseln mit Lockdown, ja? Dann muss er einen Zug bauen, bevor sein Feld alle ist. Ja, ich muss einen Zug bauen, bevor mein Feld alle ist. Das ist gar nicht so einfach. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe einen Zug, ich habe einen Zug, ich habe einen Zug. Ich kann einen bauen, ich kann einen... Aber welche Richtung jetzt? Welche ist jetzt besser? Und wie mache ich das? Das wird mir ja nicht erklärt. Also ich weiß ja jetzt nicht, soll ich den jetzt in die Richtung fahren lassen? Wie soll ich den denn jetzt fahren lassen?
Vielleicht erstmal die Gleise noch weiter reparieren, bevor ich irgendwas mache. Weil ich habe ja keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte die Strecke auf jeden Fall bis hierhin reparieren, würde ich sagen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Und hier ist ja auch noch kaputt. Kaputschnick. Ich weiß halt nicht, ob das alles repariert werden muss oder ob es erstmal reicht, eine zu reparieren. Ich weiß auch nicht, welche jetzt für welche Lieferung verantwortlich ist. Das kommt auch noch dazu. Ich steig mal ins Auto und fahr mal rum. Kann ich mit dem Auto auch über die... Oh nein, das war blöd. Batz! Erstmal gegen den Strommast fahren, weil es eine gute Idee ist. Ich fahre jetzt mal die Strecke ab und guck mal, wo die hier hinführt, damit ich jetzt nicht die falschen repariere. Nicht, dass ich dann am Ende nur Kohle kriege oder sowas. Mann, Kacke! Fahr doch nicht immer gegen alles gegen hier, Spielwehr. Hier sieht aber ein bisschen intakter aus als die andere, wenn ich das mal sagen darf. Die andere ist... Ah! Die andere ist deutlich kaputt. Kann ich drüber fahren? Ja. Oh, ach, das sind Bäume. Ach so. Alles gut. Mann, scheiß doch. Mann! Kackbäume hier. Was weg. Da, da ist Eisen. Da ist Eisen. Da oben ist Eisen. Boah. Ja, da ist eindeutig Eisen. Okay, wir müssen eigentlich die hier oben reparieren, oder? Oder ist auch an der anderen Stelle ist da... Mann! An der anderen Stelle ist da auch Eisen oder ist da was anderes? Jetzt fahre jetzt auf den Gleisen lang hier. Das reicht mir jetzt. Ist da auch Eisen unten oder ist nur oben Eisen? Das ist jetzt die große Frage, die alle beschäftigt. Und ist bestimmt nur ein sinnloser Scheiß. Da, wo ich zuerst hingebaut habe und hin repariert habe, ist bestimmt nur eine sinnlose Scheiße wieder. Garantiert. Alter! Mammutbäume hier. Ja, ich finde das gut, dass das Auto stark genug ist, um die Bäume umzunieten. Das ist schon mal gut. Okay, hier ist richtig viel kaputt. Ja, da ist Kupfer, lol. Ich wusste es. Ich muss nach oben reparieren. Okay, scheiße. Ich habe genau in die falsche Richtung repariert. Ah, ich habe ja genug Material für die Scheiße. Genau. Ich kann ja verschwenden. Ich habe ja genug. In Klammern denkst du. Mann, kackt doch die Wand. Ah, ich habe falsch gemacht alles. Hätte ich mal eher gucken müssen. Hätte ich mal eher hinfahren müssen. Aber es wird ja auch nicht angezeigt so richtig auf der Map, habe ich den Eindruck. Boah, ich bin hier mal richtig ins Gekrösel reingefahren jetzt. Aus dem Weg. Freie Fahrt für freie Bären. Hier, wir müssen erst nach oben reparieren jetzt. Stopp. Aussteigen. Na Gott sei Dank habe ich nochmal geguckt jetzt. Sonst hätte ich jetzt komplett bis nach unten durchrepariert und es hätte mir absolut nichts gebracht. Und dann wäre mir das Material ausgegangen und dann hätte ich immer hochfahren müssen mit dem Auto. Ah! Kommst du denn her? Nein! So. Nee, das war's schon wieder? Das ist nicht euer Ernst. Na. No. Okay, ich muss Material holen. Ja, so ist das. Nicht wahr? Nicht rückwärts fahren. Doch rückwärts fahren. Geradeaus. Wow. No. Ich bin ja schon da. Halt. Nicht rein. Jetzt stopp. Aussteigen. War denn das? Irgendwer hat geschossen. Ha. Sag mir bitte, ich kann... Ja. Schienen bauen. Ja, aber es sind nur 30. Das reicht ja vorne und hinten wahrscheinlich nicht, oder? Was brauche ich nochmal für Schienen genau? Stahlträger halt, genau. Ich hole mir mal noch Platten. Oh, da wird jetzt aber auch gut wieder Überschuss erzeugt hier. Nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Warum läuft das hier nicht weiter? Ach so, weil da Platten fehlen. Ich weiß, das ist eigentlich voll dämlich, dass ich das manuell mache. Aber egal. Ist da wenigstens noch Treibstoff drin? Da lege ich mal auch noch was nach. Also bin ich halt.
Ich muss ja auch immer Leute triggern, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja wie in Oxygen, ja, wenn ich das Abreißen-Tool nicht benutze. Damit immer so Fragen kommen, warum benutzt du nicht das und das? Warum machst du nicht so und so? Ja, weil halt. Weil ich halt das so mache. So, jetzt. Einsteigen. Ja, hier ist auch die Stromleitung, muss auch repariert werden. Aussteigen. Oh, das Auto rollt ja nach. Höre ich da die ganze Zeit irgendwelche Schüsse? Nee, ich bin mit Q. Ich drücke mal E dann nochmal, um das abzubrechen. Hahaha! Ihr Schweine, ey! Boah. Diese Hässlons, diese kleinen. Ich sehe das, glaube ich, ja auch auf der Karte, diese Lücken im Gleis. Das ist ja das, was kaputt ist. Das Gleis ist heiß, meine lieben Freunde. Das Gleis ist heiß. Yes! Ich hab's repariert. Ja, und nun brauchen wir hier noch Strom, warte. Gib mal hier die großen Masten. Was brauche ich denn da? Brauche ich auch Stahlträger, natürlich, was sonst? Dann muss ich wohl Stahlträger holen wieder. Na, immerhin die Tür geht. Ich muss zum Auto laufen. Ey Mann, wo ist mein Auto? Oder soll ich die kleinen Strommasten benutzen jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt schlauer ist. Eigentlich zum Überbrücken. Ich muss ja nur einfach die Leitung. Die haben ja keine maximale Leistung, oder? Die da anliegen darf. Na gut, so eine kleine. Ich mach mal lieber große Stahlträger. Wer weiß. Vielleicht sind die dann auch stabiler. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir aber auch schreiben in die Kommentare oder im Live-Chat, damit ich es dann nicht lese. Nein, ist okay. Ich lese das dann immer hinterher natürlich. Wenn ich jetzt natürlich hier am Spielen bin, wird das etwas schwierig immer. Und ich will ja auch den Überraschungsfaktor ein bisschen genießen. Oh, Kacke! Genau diesen Überraschungsfaktor. Nein, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Nein, ich mache alles kaputt gerade. Das Auto ist eine Waffe. Das Auto ist die tödlichste Waffe überhaupt. Mann, da muss man ja richtig aufpassen, wo man hinfährt, ey. So, warte, was wollte ich jetzt? Ich würde Stahlträger holen, genau. Junge, Junge. Hast du nicht gesehen? Das glaubst du nicht. Hältst du nicht für möglich hier, sowas. Was hier passiert. Läuft das noch hier jetzt? Ich pack da mal wieder ein bisschen was nach. Immer schön manuell, ja. Emanuell mache ich das. Da und da. Und da auch. Yes! Motorenproduktion läuft ja nicht mehr. Warum läuft die eigentlich nicht mehr? Ah ja, wegen Rohre. Das ist aber okay. Ist gar nicht so schlimm eigentlich. So, dann mach mal hier die Dinger hier. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Wie, welche Reichweite hat denn das Ding? Kriege ich das hin mit 5? Ich weiß es nicht. Wie viele Stahlträger brauche ich für so ein Ding? 5. Kriege ich mit 6 großen Stromtrassen das hin, dass ich bis ganz nach hinten da komme? Oh, warte mal, die ist ja kaputt hier. Irgendwas schießt da. Ich glaube, da sind schon wieder Viecher. Ich gehe das mal zu Fuß ab. Ah, guck mal hier, hier, hier. Wie weit reicht denn das? Ah, ich sehe ja die kaputten. Ich muss ja nur die kaputten ersetzen eigentlich. Das ist schon jetzt wieder energetisch aktiviert jetzt. Will ich ja gleich sehen. Dann kann ich ja gleich dann den Zug bauen. Ah, nee, kann ich nicht. Mir fehlen ja die Stahlträger. Ja, 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 ja. Hier, jetzt was. Was? Achso. Reichweite, Reichweite. Nicht genügend Reichweite. Kann ich meine Arme irgendwann eigentlich verlängern, dass ich vielleicht dann irgendwann mal mehr Reichweite habe? Oder geht das nicht? Wäre mal interessant zu wissen. Jetzt läuft hier wieder alles. Guckt euch das an, jetzt läuft das hier. Dann mache ich mal, warte, dann baue mal hier das. Dann kann ich nämlich die Verlader hier schon mal aktivieren. Genau. Dann kriegen wir nämlich wieder hier Eisen rein. Nicht schlecht. Und dann kann ich ja, die kaputt sind, die kann ich ja dann jetzt schon ersetzen eigentlich. Ersetzen wir die kaputten mal. Dann kriegen wir nämlich hier ordentlich
Eisenerz rein. Ich glaube, das ist schon gar nicht so unwichtig. So, Strom am Start. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Ich bin auch schlau, ey. Warum nehme ich eigentlich nie mein Auto mit? Weil ich was von der Welt sehen will, deswegen. Ich will auch mal ein bisschen erkunden. Oberhalb der Minimap hast du einen Blitz, dann siehst du die Leitungen. Oberhalb der Minimap. Das hier, oder was? Wo habe ich da einen Blitz? Blaupausenbibliothek. Das ist meine Stromstatistik. Bonusse. Ich sehe da jetzt keinen Blitz. Oberhalb der Minimap. Ah! Ja, was für eine Falle, ey. Du guckst auf die Map und schon stürzen sie sich auf dich. Boah, weg hier, ey. Schnell weg. Da waren noch zwei Ladeplätze ohne Strom. Ja, das kümmern wir uns gleich drum. Jetzt brauche ich erstmal Material, sonst kann ich da gar nichts machen. Ich brauche erstmal jetzt Stahlträger und einen Zug brauche ich vor allem. Das ist vor allem jetzt das Wichtigste, was ich jetzt brauche. Ich brauche einen Zug. So, warte. Stahlträger. Da müssten jetzt ja ein paar fertig sein. Yes! 30 brauche ich für eine Lok. Für eine Lockdown. Lockdown! Dann hole ich mir mal Platten jetzt. Gib mich Platten. Gib mich Platten, gib mich Platten. Und dann stopf das mal da rein und da rein. Und dann stopf das mal da rein. Genau. Da muss ja alles weiterlaufen hier noch. Uch. So. Gleich haben wir es. Hier müssten ja noch zwei drin sein. Jetzt habe ich das, was ich brauche für eine Dings, oder? Für eine Lokomotive. Jawohl. Und was brauche ich eigentlich für so einen Wagen? Ach, für so einen Güterwagen brauche ich ja auch. Da brauche ich ja auch Zeug. Und für so einen Kran auch. Zughaltestelle. Naja, Stahlträger. Ich glaube, wir können eigentlich gleich nochmal... Wir machen mal gleich noch hier, würde ich sagen, ne? Und so. Ich glaube, das kann nicht verkehrt sein, wenn wir das mal machen. Wie ich da immer den Falschen erwische. So, jetzt hier. Ich grabbel mir das jetzt mal hier noch runter. Was hier jetzt schon fertig ist, ne? Auch wenn das jetzt, gebe ich ja zu, ein bisschen ineffizient ist so insgesamt, ja. Was ich hier gerade mache. Aber so ist das. So mache ich das halt. Jetzt läuft das noch ein bisschen fixer. Kriege ich auch ein bisschen schneller Zeug. Und jetzt kann ich hier schon mal einen Zug bauen. Jetzt baue ich einen Zug. Meinen ersten Zug. Und nicht jetzt auf das falsche Gleis, sondern auf das Gleis hier. Aber braucht der dann nicht eigentlich vorne und hinten eine Lok? Ich habe keine Ahnung. Das ist mein erster Zug. Sein Stahl wird nicht ewig ausreichen. Ja, so ist das. Du brauchst zwei Loks. Okay, aber ich baue erstmal nur eine. Fährt der jetzt schon von selber oder was muss ich denn da jetzt machen? Was braucht der? Braucht der Kohle? Das ist kein Stromzug. Scheinbar braucht der Kohle. Naja gut, ich fahr mal das Auto ein bisschen weg. Nicht, dass das jetzt mir hier noch kaputt geht oder den Zug kaputt macht. Warte. Stehen bleiben! Nein! Das Auto kann ja auf dem Band rollen. Stopp. Okay, merken, man parkt ein Auto nicht auf dem Förderband. Niemals. Wie oft wird er überfahren? Man kann überfahren werden? Moment. Bin ich dann tot? Wenn ich vom Zug überfahren werde, sterbe ich dann? Das sind die wichtigen Fragen, die man hier klären muss. Ich gucke jetzt nochmal, ich brauche Stahlträger. Die laufen schon durch hier, oder? Ja. Mal auffüllen. Ich weiß, ich könnte das auch wahrscheinlich viel effektiver machen. Werde ich wahrscheinlich auch machen, aber ich brauche erstmal eine größere Menge an Eisenerz, bevor ich hier irgendwas noch effektiver machen kann, glaube ich. Stahl! 32 Einheiten, das ist doch schon mal gut. Da kann ich doch noch eine Lok jetzt bauen, oder? Ach nee, stimmt, ich brauche Motoren. Scheiße, nee, Moment, da muss ich wieder Rohre machen und nochmal Motoren produzieren lassen. Genau, wir stecken da jetzt dann das rein und dann machen wir mal... Lassen wir mal noch die Motoren produzieren.
Ja, ist gar nicht so einfach. Ich will jetzt mal im Zug fahren. Ich will jetzt mal ausprobieren. Das läuft ja hier jetzt in der Zeit durch. Ich muss ja nicht daneben stehen und gucken, nicht wahr? Wie ich das immer so gerne mache. Daneben stehen und blöd gucken. Hier, warte. Brennstoff. Läuft der jetzt? Jawohl! Und einsteigen. Oh, ich kann rückwärts fahren. Geil. Oh, ich kann vorwärts fahren. Geil. Und wie weit kann ich fahren? Muss ich darauf achten, wie schnell ich in den Bahnhof einfahre? Oder werde ich automatisch gestoppt? Aber das sieht doch gut aus. Boah, ich bin voll schnell, Alter. Boah, ich bin voll schnell, Alter. Boah, Alter, bin ich schnell. Muss ich dann rechtzeitig bremsen? Wie ist denn das eigentlich? Ich habe doch keine Ahnung. Wie läuft das? Muss ich anhalten? Muss ich jetzt anhalten? Oh. Da ist irgendwas Phase. Ha, hier wird irgendwas kaputtgeschlagen. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gedrückt. Ach so. Hier wird irgendwas... Ah! Hä? Sind sie gerade gestorben in dem Moment, wo ich geschrien habe? Oder haben sie sich zu Tode gefressen? Wieso sind die jetzt tot? Check ich gerade nicht. Aber offensichtlich muss ich hier mal ein bisschen auf Verteidigung achten, wa? Ich glaube, ich baue mal hier so einen Turm auf. Und dann stecke ich da mal Muni rein. Nehme ich jetzt die hier. Und das bringt so wahnsinnig viel. Warte, ich kann doch hier noch Mauern machen. Ja, Wahnsinn, ich kann richtig... Wahnsinnig kann ich Mauern machen, ja genau. Hier. So. Besser geht's nicht. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Wenigstens einen Turm dahin stellen. Weißt du, hier sind Laserstrahlentürme oder was? Komm, warte mal, gib mir das mal hier. Und stell mal den Laserturm da oben mal noch mit hin. Wo ist denn der hier? Stell mal den hier oben noch hin. Den Laser. Und der braucht natürlich Energy. Nicht, dass uns hier die Viecher hier immer die ganze Zeit hier die Anlagen wegschnecken. Das muss ja nicht sein. Wundert mich schon die ganze Zeit. Ich höre da die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Okay, also der Zug kann einfach unendlich schnell fahren. Ist völlig egal. Ich muss nicht darauf achten zu bremsen oder so. Oh, ich hab's überfahren, ja! Das hat man kaum gesehen, aber man hat's gehört, glaube ich. Huch. Hat der da gerade aus dem Zug die Kohle rausgeholt? Nee, er hat mich betankt. Ach, guck mal, der betankt den Zug. Ist ja geil. Wie viele Wagen? Warte mal, steig mal aus. Ich will doch mit E ein- und aussteigen, wie in Sartis. wie mache ich das jetzt hier? Ich hab keine Ahnung. Moment, ich baue ja Material hier. Ich muss auch Wagen bauen und Löcks und alles. Löchse. Gib mir das. So, ich baue jetzt noch... ich brauche noch einen Motor. Deine Motor. Ha! Noch 4 Stück, oder? Ja. Rohre. Wir brauchen Rohre. Sowas von. Und mehr Platten. Warte. Steck's rein. Let's what she said. Und jetzt hoch und dann noch Platten holen. Dann da auch nochmal. Und dann Anhänger bauen. Wir müssen das machen wie bei Scientology. Wir brauchen mehr Anhänger. Und dann, warte. Wie in einer guten Kirche müssen wir das machen. Wie in einer richtigen guten Sekte. Mehr Anhänger sind nie verkehrt. Motor. Einen noch, dann kann ich noch eine Lok machen. Und dann bauen wir Wagen. Wägen. Anhänger. Trommelwirbel, gleich geht's ab. 2 Waggons brauche ich. Mal gucken. Erstmal noch ein Zug. Lokzug. Ah, Platten. Hier, die grab ich mir jetzt hier runter. Ich kann auch gedrückt sein. Ich muss gar nicht spammen. Ist ja der Wahnsinn. So, jetzt. Nein, nicht so. Lok und Wagen. 2 Wagen brauche ich und dann. Was brauche ich für einen Wagen? Stahlträger. Natürlich Stahlträger. Also noch 10 Stahlträger. Ah, hier, guck mal. 7. Dann ist es ja gleich durch. Nicht weiterreichen, die brauche ich doch. Stopp. Warte. Und noch ein Wagen, genau. Jetzt haben wir die Wagen, Wägen, Anhänger. Ich habe meine Anhänger jetzt um mich geschart.
Ja, geil. Und wie lasse ich die jetzt automatisch fahren? Das ist jetzt so eine Frage, ne? Das müssen wir jetzt als nächstes mal klären. Da muss ich mich jetzt gleich mal schlau machen. Aber jetzt kommt erstmal mal wieder eine kleine Pause, würde ich sagen. Erst die zwei Waggons bauen, bevor du die zweite Lok baust. Ja, schon geil irgendwie, dass wir jetzt schon einen Zug haben eigentlich. Wie bei Satis, Fahrplan erstellen, okay? Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!